So, vielen Dank. Als nächstes bitte ich die Sabine, eine bekannte und gute Freundin und auch Mitglied bei uns im Verein, auf die Bühne. Sie wird ein kleines Gedicht vortragen, was sie schon Anfang des Jahres oder beziehungsweise im früheren Teil des Jahres geschrieben hat. Hallo, grüß euch. Ich bin die Sabine, ich bin aus Groß-Gmain. Ich bin Reitlehrerin und mache therapeutisches Reiten. Ich habe jetzt vorher gerade mit einem Polizisten geredet. Also ich finde es gewaltig, wie viele Leute da sind. Ja, hätte ich selber nicht geglaubt. Und der Polizist hat gesagt, er ist total verwundert, weil er hat nicht geglaubt, dass das so viele Leute interessiert. Also ich bin selbstständig, ich war natürlich in dem Lockdown auch außer Gefecht gesetzt. Mein Papa, der ist Jahrgang 1922 und der war in russischer Gefangenschaft und hat nicht viel über den Krieg erzählt, gell? Aber der hat zu mir gesagt, Dirndl, du alles ein bisschen hinterfragen. Und ich bin eine, mir könnt's alles erzählen, ja? Weil ich lieg nicht und dann denke ich mir, ja, warum sollten mich wir anlieren? Und dann war dieser Lockdown und dann habe ich mir Ende März Gedanken gemacht und die habe ich jetzt da zu Papier gebracht und die möchte ich euch ein bisschen jetzt vorlesen. Ich muss bei mir immer alles in Gedichtform machen und das möchte ich euch jetzt vorbringen. Ja, das Schöne da ist, der Coronavirus hat schon was Gutes auch. Man trifft Leute, die wir ewig nicht mehr gesehen haben. Wo ist der Peter? Servus Peter aus der Steiermark angereist. Also, jetzt sage ich euch was über Corona. Das Virus. Ein Virus ist, der uns jetzt plagt. Ich habe das kurz mal hinterfragt. Der Virus scheint wohl nachtaktiv, sonst steht er nicht in einem Brief. Punkt 11 Uhr muss jetzt Sperrstund sein, sonst nimmst den Virus du mit heim. Auch in den Schulen ist er gerne, drum seht euch da nur aus der Ferne. So haltet still, springt nicht herum, sonst hat er euch, das wäre doch dumm. Im Kinderfernsehen geht's auch rund, da gibt es Comics, Impfen gesund. Manipuliert werden's unsere Kleinen, das ist doch alles nur zum Weinen. Die Industrie verspricht mit Charme, eine Tracking-App schlägt dann Alarm, wenn du da in der Nähe bist, wo jemand anderer gerade niest. Die Daten von der Tracking-App, die dienen nur dem einen Zweck, die deinen und auch dich zu schützen. Niemals für anderes zu nützen. Egal aus welchem Material, dem Virus ist das schnurzegal. Muss deine Maske auf den Mund. Tust du das nicht, bleibst nicht gesund. Ja, Abstandsregeln müssen her, das fällt den Oberen oft schwer. Hauptsache, das Volk geht nicht hinaus. Das wäre für ein Virus echt ein Graus. Und kein Kontakt, nur keine Nähe. Könnte sein, das Virus dich erspähe. Stirb besser an gebrochenem Herz. Das ist dann dein alleiniger Schmerz. Die Alten wolle man ja schützen. Wem soll das bitte wirklich nützen? Voll Unverständnis und voll Trauer wird deren Dasein immer grauer. Alleingelassen auch beim Sterben ist doch egal, zählt eh nur's Erben. Respektlos ist sie die Sanktion. Gemeint als Schutz ist blanker Hohn. Ganz nebenbei geht sich gerade aus, das Bargeld sollte ja noch raus. Der böse Virus haftet drauf, ich sage euch nur, macht's Augen aus. Doch etwas wächst in dieser Zeit, ganz still und leise neben dem Leid. So viele Masten sieht man dann, 5G im Anmarsch, Mann oh Mann. Ja, arbeiten, das brauchst jetzt nicht, wir helfen dir, ist unsere Pflicht. So hört man's dann aus dem TV. Frag einfach nach und mach dich schlau. Die Formulare gibt's dann schon für Unternehmer ohne Lohn, unbürokratisch, schnell, sofort. Am Anfang glaubt man jedes Wort. So kraftvoll sind's die schönen Worte, ein jeder kriegt was von der Torte. Wer jeder ist, stellt sich die Frage, die Kleine nicht, sie näher plage. Im Krankenhaus herrscht auch Alarm, da helfen's nicht, musst wieder fahren. So viele Menschen mussten leiden. Im Kopf und in den Eingeweiden. Corona-Zahlen rauf und runter, Statistik da wird immer bunter. Ob Selbstmorde da wohl auch zählen? Ist doch egal, kann nimmer wählen. Drum geht doch bitte fleißig testen, dann seid ihr brav und auch die Besten. Und auch wenn die Tests oftmals nicht stimmen, Corona-Zahlen kannst damit trimmen. Ins Wirtshaus gehen, das spare dir.
sonst wird gestrichen auch das Bier. Und gehst du doch, musst registrieren. So lernt man uns noch das Parieren. Und wird man dann zum Andersdenker, wirst abgestempelt, Wortverrenker. Verschwörer bist dann, ja genau, mal links, mal rechts, doch sicher blau. Glaub bei den Medien nur an Echte, die anderen sind dunkle Mächte, verbreiten Nonsens, viele Lügen, glaub nicht daran, sonst hagelt's Rügen. Und schaust du doch mal in den Kanal, dann endet das oft sehr banal, die Infos sind dann ganz schnell weg, man muss uns schützen vor dem Dreck. Die Meinungsfreiheit in dem Land fährt man damit schnell an die Wand. Da wird gelöscht und auch zensiert, sonst werden wir ja noch ganz verwirrt. Und wer da jetzt noch länger schimpft, der wird dann wohl noch zwangsgeimpft. Das ist doch schön, das ist doch gut, versteh gar nicht da deine Wut. Ein kleiner Chip, der macht dir nichts, der bringt nur Vorteil, das ist fix. Paar Infos kannst du uns doch geben, dafür bekommst ein leichtes Leben. Weltweit geschieht's die gleiche Sache. Ist es vom lieben Gott die Rache? Vielleicht hofft er, dass wir erwachen und hinterfragen manche Sachen. Für mich gibt's da ein paar Regisseure und diesen hier ich jetzt das schwöre. Die Angst, die ihr versucht zu streuen, die werdet ihr noch schwer bereuen. Gemeinschaft könnt ihr nur schwer trennen. Da lernt ihr uns noch richtig kennen. Wir sind bewusst und voller Liebe. Das sind der Menschheit wahren Triebe. Wer's Virusspiel hier hat geplant, der hat nicht annähernd geahnt, dass Mut und Liebe stärker sind. Wir werden sehen, wer hier gewinnt. Heut's zusammen! Vielen Dank, Sabine.